Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Montag, der 31. Oktober 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich berichte heute über einen ruhigen Ultimo-Handel. Der Oktober wird aber trotzdem ca. 9% plus bringen. Damit haben wir heute auch ein bisschen Weltspartags-Flair. Market and me. Here's Market and me. Podcasting for equity. Freebies for community. Ja, die Börsen als Modethema und die Oktoberfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und VHS. Ja, es geht in diesem Oktober nach oben, 9% jetzt virtuell seit dem Ultimo, den wir September gesehen haben. Da waren wir bei 5.680 Punkten im ATXDR und jetzt, als ich da reinschaue, 6.177 Punkte. Heute ein kleines Minus von 0,18% zu Freitag, aber die Vorwoche war allein mit 5,6% eine sehr starke und hat auch das Comeback über 6.000 gebracht. Palfinger ist auf der Gewinnerseite mit plus 4,5%, Lenzing plus 3,7%, Zumtobel plus 3,3%, Don Co. minus 3,5%, Verbund minus 3,5% und Marinomed mit minus 2,6%. Entschieden ist auch das Aktienturnier, das hat Meyer Mellenhof gewonnen im Finale gegen die Vienna Insurance Group. Und das war wirklich bizarr, denn am Donnerstag, Freitag, als das gespielt worden ist, ist am Freitag um 17.26 Uhr ist die VIG noch bei 22,80 gestanden. Und erst in der Schlussrunde ist sie auf 22,50 gefallen und das war es dann auch mit dem Sieg. Und so hatte sich die Meyer Mellenhof durchsetzen können. Herzliche Gratulation. Es ist der bereits zweite Sieg im 13. Aktienturnier und damit hat man in dieser Hinsicht mit Palfinger gleichgezogen. Und damit können beim nächsten Turnier, beim dritten Sieg oder bei Titelverteidigung für Meyer Mellenhof gilt beides, sowohl Meyer Mellenhof als auch Palfinger den Wanderpokal für immer gewinnen. Gut. Was haben wir noch? Wir haben die Lenzing, die FACC und die Pira Mobility. Das sind momentan jene Aktien, die im Verhältnis zu ihren normalen Handelsumsätzen in den letzten 5 Handelstagen auffällig hohe Umsätze gehabt haben. Und das ist bei der Lenzing um 76,5% über den Durchschnitt, bei der FACC um 49% und bei Pira Mobility um 34%. Wir haben heute zusätzlich auch noch Weltspartag. Da ist so, dass da einige Aussendungen gegeben hat. Das ist da immer dann sehr beliebt, um die eine oder andere OTS abzusetzen. Ich habe in der Vorwoche zum 10-jährigen Jubiläum von den Neos gesprochen, habe gesagt, gute Partei, aber rund um die Börse ginge da noch viel mehr bis auf Einzelmeldungen. Und der Wirtschaftssprecher, der Gerald Loacker, der macht immer wieder solche Meldungen, steht auch zu Aktienbesitz, das finde ich auch gut, aber er alleine ist halt keine breite Bewegung. Und der sagt halt jetzt in einer Aussendung, der Finanzminister muss sein Versprechen, das am Anfang des Jahres abgegeben hat, endlich einlösen und die einjährige Behaltefrist auf Erträge aus Wertpapieren wieder einführen. Ich finde das gut, wird nicht passieren, aber ich finde es gut, dass er es sagt. Dann, wer hat noch was gesagt? Die Wirtschaftskammer, und zwar der Franz Rudorfer, der ist dort Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung, also auch legitimiert, da was zu sagen dazu. Und der sagt halt, sparen bedeutet nicht nur kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken, Notgroschen, sondern als Tag der Veranlagung in eine nachhaltige Zukunft, Klimatransformation gelebt zu werden. Ich sage auch immer so, auch wenn es keine Zinsen gibt, was man spart, spart man halt und hat es nicht am Schädel. Und auch das ist eine Art der Finanzbildung und auch der Vorsorge. Global 2000 hat sich auch zu Wort gemeldet. Die machen das auch immer gerne zu solchen Tagen. Und die sehen Shareholder-Engagement als wichtigstes Tool abseits staatlicher oder transnationaler Regularien in den Fokus. Regularien ist ein Wort, das mache ich nicht so gern. Die wollen das schon. Und die fordern jetzt halt in der Aussendung auf, dass man Unternehmen auffordern soll, eine klimafitte Zukunft verfolgen und bla bla bla. Finde ich gut, dass sie das sagen, dass die Bewusstseinsbildung ist immer gut, aber ich glaube, die Unternehmen sind da sowieso immer sehr brav. Zu Wort gemeldet hat sich der Vorstand der Partnerbank auch, der Andreas Fellner, sorry. Und er sagt, ein Umdenken im Bereich Vorsorge und Konsumverhalten findet statt. Spargedanke hat einen Stellenwert eingebüßt und braucht jetzt neue Perspektiven. Es geht um Financial Literacy. Jugendliche sollen wissen, was Inflation für sie bedeutet und trotzdem motiviert bleiben zu sparen und dabei neue Möglichkeiten vom langfristigen Vermögens
Aufbau kennenlernen. So, Global 2000 habe ich schon gehabt und auch der WWF hat sich gemeldet. Und die kommen jetzt drauf, dass es einen Aufholbedarf bei Österreichs Banken in puncto Klima- und Naturschutz gibt. Das sagt der Jakob Meyer, Experte für nachhaltige Finanzen beim WWF in Österreich. Gut, ich möchte noch sagen, sorry Karl Haider, das ist der neue CEO der Semperit und wir haben ihn im CEO-Ranking, weil die Semperit hat eine gute Phase in der Aktie derzeit gerade, ist wieder zurück in die 20er-Region gekommen und da haben wir im CEO-Ranking am Freitag noch seine Vorgängerin, die Petra Breining, noch gebracht gehabt und ja, jetzt ist der Karl Haider natürlich verantwortlich und CEO und wir haben sie in der CEO-Ranking-Datenbank ausgebessert. Aktuell vorne ist da momentan der gute Herr Machtlinger von der FACC. Und abschließend gibt es auch heute noch ein bisschen Research. Die Analysten von Kepler-Chevreux bleiben bei Reduce für die A-Mark, geben ein Kursziel von 32 auf 25 Euro runter. Die erste Gruppe bestätigt das Halten für Mayr-Melnhof, kürzt das Kursziel von 168,5 auf 156 Euro. Und Barclays bestätigt OMV mit Underweight und reduziert das Kursziel von 50 auf 48 Euro. Heute Nachmittag gibt es dann noch, wie gesagt, die Ultimo-Kurse, der Oktober ist vorbei, wird gut ausgehen. Morgen aller Heiligen, übermorgen aller Seelen. Ja, es wird an beiden Tagen gehandelt, es wird eine 5-Tages-Handelswoche ganz normal werden. Besinnliche, gute und gesunde Tage. Tschüss und Baba.